Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Ich dachte tatsächlich, hier wäre ich sicher, aber da kommen jetzt gerade wieder Blighters an. Die scheinen sich jetzt doch nicht mehr für mich zu interessieren. Die wurden gerade auf mich aufmerksam, aber verschwinden jetzt schon wieder. Das ist wunderbar. Wir haben noch mehr Hauptquests. Ist das nicht großartig? Wunderbar. Es kam mir eben so vor, als ob, wenn ich Parkour nach oben gedrückt halte, so wie in alten Assassin's Creeds, dass dann tatsächlich unser Charakter noch ein bisschen schneller wird. Wird er aber nicht. Wir werden das mal eben auf unserer Karte markieren hier. Das ist die Jacob Frey Mission, Sequenz 5, Forschung und Entwicklung. Da bekommen wir Sir LeMay's Stockdolch. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Den brauchen wir nicht unbedingt für Jacob, aber den können wir für Evie benutzen. Das ist ja immer schön, dass die sich ihren Loot teilen. Und es sieht so aus, als ob sich unser Ziel bewegt, oder? Oder ist das nur so? Das sah eben sehr merkwürdig aus, wie erst war das hinter den Häusern und jetzt hat sich das so nach vorne bewegt. Und das hatte ich vor ein paar Episoden schon mal gesagt. Ihr seht, wir laufen direkt darauf zu und guck mal, wie langsam der Meta-Counter runtergeht. Also der rennt ja fast. Da müsste der irgendwie, keine Ahnung, in 13, 14 Sekunden oder 15 Sekunden irgendwas in der Richtung, müsste der 100 Meter zurückgelegt haben. Er rennt ja noch nicht in voller Geschwindigkeit. Er könnte noch schneller rennen. Aber guck mal, wie lange er braucht. Er braucht irgendwie eine halbe Minute, bis er da ist. Und das wäre lockeres Joggen oder vielleicht sogar spazieren gehen. Also irgendwas stimmt hier noch nicht. Die laufen entweder viel zu langsam, wonach es ein bisschen aussieht, oder die Meter sind viel zu weit beziffert, weil das stimmt einfach nicht. Okay, es ist aber auch eine Kutsche. Gut, es ist kein Wunder, dass wir hier so langsam aufholen, denn unser Ziel ist eine Kutsche. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt einfach... Ja, es sieht so aus, als ob er an einer roten Ampel steht oder so. Oh Mist, verdammt. Das ist natürlich blöd, wenn man einer Kutsche hinterherläuft. Okay, dann gibt es natürlich ein bisschen Probleme, die aufzuholen. Ich verstehe nicht, warum unser Auftrag in einer Kutsche ist. Ach so, natürlich, das ist die, der wir letztes Mal geholfen haben, die Busse hochzujagen. Die ist doch in eine Kutsche eingestiegen. Ach Gott. Mr. Fry, Sie sollten doch einen Termin ausmachen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Verbrennungskraftmaschinen. 7 kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab und der Mann ist am Boden. Zerstört. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Sie haben Glück, dass ich Sie mag, Miss Attaway. Ich bin wirklich so jemand, ich musste sofort überprüfen, ob dieses Wort wirklich 7 Silben hat. Aber ja, hat es. So, Ned Wynard aufspüren, keinen einzigen Polizisten des Konvois töten. Ned Wynard ist doch bei uns in der... im Zug, oder nicht? Also auf jeden Fall ist da der Bahnhof und Ned Wynard scheint sich zu bewegen. Nicht so schnell, dass ich sagen würde, okay, er sitzt in einem fahrenden Zug. Ich weiß nicht, Ned Wynard ist meiner Meinung nach der, den wir verfolgt hatten und den wir dann in unsere... Rooks aufgenommen haben und der bei uns mit großer Freude den Zug geputzt hat. Das ist, glaube ich, Ned Wynard. Also ein Mitglied der Rooks, wenn man so will. Aber ein sehr inkompetentes Mitglied der Rooks. Jetzt scheint er sich nicht mehr zu bewegen. Ist okay. Gut. So, jetzt gucken wir mal. Keinen einzigen Polizisten des Konvois töten. Ah, er muss befreit werden. Ja, na klar, schon. Der ist schon wieder hier in Schwierigkeiten. Und die werden jetzt richtig auf uns aufmerksam, weil wir hier in einem... Okay, wir wollen einen Straftäter befreien. Natürlich muss ich Polizisten töten, das ist jetzt gar keine Frage. Kutsche entführen. Na gut, wir müssen nicht unbedingt jemanden töten, wir können auch einfach die Kutsche entführen. Hoppala! Was war das denn? Da so ein blöder Mist! Lustig, der hat mich ja einfach, runter... Ach Gott, okay, gut.
Gut, gut, wir müssen hier gegen die kämpfen. Es bringt nämlich alles nichts. Gott verdammt! Das gibt's ja gar nicht. Wie viel Leute hier auf mich geschossen haben. Das ist nicht gut. Na schön, wir gucken einfach mal, ob wir hier mit Jacob ganz gut klarkommen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher drüber, ob wir jetzt tatsächlich so viele Polizisten töten können. Es sind nämlich relativ viele. Obwohl, es sind 5, glaube ich. So, komm. Dich haben wir auch noch, das ist kein Problem. Wir haben einen hohen Angriffsschaden. Das sollte eigentlich gehen. Jawohl. Guck mal, das ist schön. Wir sind hier in dieser Combo drin. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, ja, sage ich und werde hier richtig vermöbelt. Alter! Das gibt's ja gar nicht. Die kommen auch immer sehr schnell auf uns zu. Also es ist keineswegs so, wie in alten Spielen, dass man hier tatsächlich unendlich Kombos aneinander reihen kann und Konter und all so eine Sachen. Und man kann praktisch gegen unendlich viele Gegner kämpfen. So ist es nicht und es wird auch tatsächlich schwerer, wenn man mehr Gegner hat. Das war sonst nicht der Fall. Also ich muss mal sagen, Assassin's Creed, großes Lob. Ihr habt mit eurem Kampfsystem habt ihr ordentlich einen Schritt nach vorne gemacht und es ist viel schwerer geworden, obwohl es eigentlich so simpel ist. So, gut, wir haben Polizisten getötet, massig Polizisten getötet. Jetzt befreien wir Ned Wynard. Hoffentlich ist das wert. Ja. Also, was wollen Sie, Fry? Warum glauben Sie, dass ich was von Ihnen will? Vielleicht habe ich Sie aus reiner Herzensgüte gerettet. Gut, ich sage Ihnen, worum es geht. Milner hat viel Fracht geladen. Kümmern Sie sich nur um den Transfer. Geben Sie es ihm. Beeilung, Mann! Verdammt, da habe ich mich doch schon mal drüber gewundert. Ned Wynard ist eine Frau und das ist diese Zwischenaufgabe, die wir, glaube ich, nie gemacht hatten. Waggons mit Verstärkung abkuppeln, okay. Abkoppeln meine ich, nicht abkuppeln. Gut, bin ich hier überhaupt richtig? Sollte ich hier oben drauf stehen? Ich hatte erst so den Gedanken, ich bin auf dem Zug, wo ich hin soll, aber bin ich ganz offensichtlich nicht. Gut, also gucken wir mal, ob wir hier rüberspringen können. Könnte ich mir vorstellen, ist von einem Dach zum nächsten einfacher, als wenn wir da unten stehen. Vielleicht können wir auch vom Dach auf den flachen Waggon springen, dann haben wir es nicht so weit. Na komm schon, was denn du? Du fahr mal ein bisschen schneller hier, Zug. Oder soll ich irgendwie... Soll ich auf die schießen? Nein. Der Zug muss schneller fahren. Beeilung, Mann. Ja, oder soll ich hier auf die schießen? Nee, ist doch Quatsch. Whitechapel haben wir erobert für 100%. Ist ja großartig. Mann, verdammt, okay, wir springen jetzt hier darauf und, springen darüber. Na schön, okay, ist in Ordnung. So, und dem verpassen wir hier einen sauberen Messerwurf. Gut. Und werden hier mal durchsuchen. Was gibt es denn hier zu sehen? Nein, die nicht. Ja, Mist. Okay. Die ist nicht die richtige. Da werden wir noch eine Dame erledigen, so dass keiner mitbekommt. Sehr schön. Und den können wir ein schönes Attentat. Jawohl, großartig. So, wunderbar. Dann können wir den doch schon abkoppeln, nicht wahr? Ich denke mal... Schlägt er da mit der bloßen Faust drauf, oder wie? Okay. So, dem verpassen wir hier auch noch ein Messer in den Nacken. Ich weiß nicht, ob wir den nächsten hier... Oh, was war das denn eben? Okay, die können wir jetzt leider nicht mehr heimlich angreifen. Die haben uns schon gesehen. Die haben ihren Kollegen da schön durch die Luft glitschen sehen. Das ist eigentlich nicht fair, sowas. Das ist nicht in Ordnung, wenn die den Kollegen sehen, nur weil es rumgeglitscht hat. Das ist nicht in Ordnung. Mann, verdammt, die sind ganz schön stark hier. Die sind auch auf Level 6. Ich finde es immer lustig, es macht tatsächlich einen Unterschied. Sie sind deutlich stärker, haben viel höhere Energie. Also sie sind schwerer zu besiegen, wenn sie ein Level höher sind. Das definitiv. So. Dann werden wir hier auch noch abkoppeln. So, einfach nur, weil das die Nebenaufgabe ist von dieser Quest. Kann ja immer nicht schaden, wenn wir das machen. Vielleicht bekommen wir noch ein bisschen mehr Erfahrung oder sowas. So. Suchen wir mal, was ist hier drin? Nicht das, was ich suche. Wonach genau suchen wir? Ich weiß es immer nicht so genau. Wonach suchen wir? Okay. So, dann gucken wir mal. Da sind... Oh, Doppelattentat. Jawohl! Doppelsprungattentat. Wie großartig. Na, wer sagt's denn?
Na, wunderbar. So, dann werden wir den hier auch noch abkoppeln. So, ich mache das jetzt einfach mal mit allen. Ich weiß nicht, welche die richtigen sind. Da, jetzt hat's gezählt. Wunderbar. Und den müssen wir auch noch lösen hier. Gut. Dann werden wir hier aber erstmal noch ein Attentat machen. Verdammt, das hat nicht geklappt. Die darf uns nicht sehen, ansonsten zählt das Attentat nicht. Und ich muss erstmal hier runter, ansonsten kann ich gegen die gar nicht kämpfen. So, das fand ich nicht gut, dass man hier, dass man die oben auf der Kiste steht und sie überhaupt nicht angreifen konnte. Das war ein bisschen Bullshit, aber gut, was soll's. Reicht ihm das Genick, sagt er, finde ich nicht gut. Warum ist hier schon wieder einer auf Level 6, verdammt? Das ist doch eine Quest für Level 5er. Warum ist sie auf Level 6? Wow, das war eine schöne Kombo-Serie. Moment, können wir hier nicht Waffen-Kombo machen oder so? War das nicht so? Ja, guck mal, wie viel Schaden das gemacht hat. Donnerwetter. Okay, also ich habe praktisch A gedrückt, um die Verteidigung zu durchbrechen, aber er hatte gar keine Verteidigung aktiv und das hat so eine Kombo-Serie aktiviert und das war sehr stark. Okay, nur 3 Tasten, die man braucht zum Kämpfen, aber tatsächlich recht anspruchsvoll. Gut, nett verteidigen. Was? Ah! Ah! Fuck! Wie? Verdammt! Ah, Gott! Oh nein! Was ist denn jetzt los? Wie soll ich denn... Kann ich auf den fahrenden Zug aufspringen? Ja, so schnell ist er nicht. Okay, wir müssen Ned verteidigen. Ned, ich komme! Ist Ned nicht ein Männername? Verteidigen? Verbrennungskraftmaschine. Das Ende des Pferdegespanns. Das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wie hoch ist der Verkaufspreis für die Zukunft, meinen Sie? Oh, wir verkaufen sie nicht. Wollen Sie sie etwa verschenken? Sie werden trotzdem bezahlt. Wer ist diese Pearl überhaupt? Wie lange kennen Sie sie? Wir sind Geschäftspartner. Mehr müssen Sie nicht wissen. Guck mal, wie simpel das ist. Ah, natürlich, ich habe einen Polizisten getötet. In dem Zusammenhang hätte ich mir das mit den Waggons abkoppeln auch sparen können. Aber guck mal, wie simpel das ist. Das ist irgendein Behälter, da ist ein Druckventil dran, das geht bis 200, was ich nicht so recht glauben mag in der Zeit. Ich meine, entweder 200 Bar oder 200 PSI, das sind Pounds per Square Inch. Aber ich... Also es ist keine Einheit drauf, aber ich glaube 200 ist für die Zeit zu viel. Obwohl ich denke wieder, wenn das Manometer bis 200 geht, das ist genauso wie Tacho auf dem Auto. Ich denke mal, da ist schon bei 140 oder 150 ist so die kritische Masse erreicht. Aber ansonsten ist es nur ein Druckbehälter mit ein paar Ventilen. Es sieht nicht aus wie ein Verbrennungsmotor, oder? Ich habe von Motoren nicht viel Ahnung, aber das ist einfach irgendein Druckbehälter mit ein paar Ventilen. Na, ich weiß nicht, sieht nach nichts aus. Ich hoffe, ich hab's nicht zu doll übertrieben. Ein bisschen Blattgold hier und da, ein paar Spritzer Shellack auf das Holz, alles neu gepolstert. Und wie gefallen dir die Lampenschirme? Verdammt, uns scheint es ganz schön gut zu gehen, was? Sir LeMays Stockdolch. Uns scheint es ziemlich gut zu gehen, wenn man das hier so sieht, wenn sie mit Blattgold angefangen hat. Aber aufgeräumt hast du nicht, wa? Hätte man ja ruhig mal aufräumen können hier. Wir werden erstmal Einkommen einsammeln, wo auch immer die herkommen. Und dann gucken wir auf Fähigkeiten. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Investieren Sie 10 Fähigkeitspunkte, um das nächste Level zu erreichen. Ich habe aber nur 2. Weil das habe ich wieder falsch gelesen. Ich hasse das, wenn ich das falsch lese. Okay. Wir haben 2 Fähigkeitspunkte, da brauchen wir aber 4 für Verstümmeln. Jackers erfolgreiche Angriffe bringen Gegner wesentlich schneller an den Rand des Todes. Sollen wir warten und sammeln und so? Fände ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir sammeln würden, bis wir 4 Fähigkeitspunkte haben für Jacob. Weil Messermeister braucht er nicht, das ist eigentlich überhaupt nicht sein Stil. Verteidigung ist auch ein Jacob-Skill, aber nee, brauchen wir. Wir wollen Verstümmeln 2 machen.
Aber wir warten jetzt noch 2 Fähigkeitspunkte. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht nötig. Zu Eevee wechseln können wir gerade nicht. Wahrscheinlich, weil wir erstmal die Sequenz starten müssen, die nächste. Also gucken wir mal die Attentatswand. Da sind wir jetzt auf Sequenz 5. Ich glaube, wir waren schon vorher in Sequenz 5, aber vielleicht starten wir jetzt tatsächlich das Attentat. Ich weiß immer noch nicht, warum wir sofort zu Sequenz 8 springen können. Egal, wir machen einfach mal Sequenz 5. Berufsrisiko, aktiv. Okay. Das ist aktiv. Wir sind schon in der 5 drin. Gut, da gibt es, wir sehen auf der Karte, da gibt es eine Mission für Jacob. Die ist nicht weit weg. Wir können sich aber wunderbar hier zum Aussichtspunkt teleportieren. Großartig. Hoffentlich ist es nicht wieder eine Kutsche oder so, die sich bewegt, weil dann bringt das Teleportieren überhaupt nichts. Wir hatten auch eben wieder Eevee gesehen, wie sie im Zug saß, bevor wir die Schnellreise gemacht haben. Was treibst du denn? Spring doch ins Wasser! Und da saß Eevee und ihre Kleidung, ihr Gewand sah sie wieder sehr dunkel aus. Also ich bin leider ein bisschen enttäuscht von Lady Milinas Gewand. Ich hatte gehofft, dass es noch heller ist, noch strahlender. Aber es sieht in vielen Bereichen, wo sie nicht wirklich direkte Sonneneinstrahlung bekommt, immer wieder sehr dunkel aus. Es ist mir tatsächlich nicht strahlend weiß genug. Ich meine, Alter, ihr, mein Lieblingsassassine, weil es der originale Assassine ist, das ist genauso wie mit dem Lieblings-GTA. Das wird immer das erste sein, was man je gespielt hat. Unabhängig davon, aus welcher Teil es ist. So ist es mit Assassin's Creed bei mir auch. Der erste ist definitiv nicht das beste Spiel, aber es ist mein Lieblingsspiel. Also, jedenfalls da war das immer deutlich deutlicher, dass der eine weiße Kleidung hat. Und das ist Eevee hier überhaupt nicht, also bei Eevee überhaupt nicht so deutlich. Und ja, es ist eine Kutsche, aber sie ist trotzdem nicht so weit weg. Ah, das ist wieder die gleiche. Ist auch interessant. Nur der Stärkste überlebt. Wahrscheinlich Jacob und Pearl haben Milners Unternehmen fast zerschlagen. Es gibt da nur noch eine letzte Sache. Jacob, Darling, trinken Sie mit?